Fachwerke sind in der Mechanik von essentieller Bedeutung. Dieses simple Beispiel des dargestellten Fachwerks soll dazu dienen, sich das erste Mal über diese Thematik Gedanken zu machen. Es sind die Nullstäbe zu identifizieren und anschließend die Lagerreaktionen in diesem Festlager und dem Loslager zu bestimmen, sowie Kräfte im Stab 4. Bei der Aufgabe 20, da waren jetzt erst die Nullstäbe zu identifizieren. Beim Nullstäbe identifizieren braucht man nur strikt nach den Regeln vorgehen. Also Sie haben ja diese drei Regeln, habe ich Ihnen ja reingeschrieben. Unbelasteter Knoten mit zwei Stäben in verschiedene Richtungen sind beide Nullstäbe. Ein belasteter Knoten mit zwei Stäben in eine andere Richtung und eine Kraft in Richtung eines Stabes, dann ist der andere ein Nullstab. Und drei Stäbe unbelastet, dann ist der ein Nullstab, der nicht parallel liegt. Also das sind so die drei Grundregeln. In dem Fall war es so, dass der 1er, der 9er und der 7er da Nullstäbe sind, wenn man nach diesen Regeln freischneidet. Also wenn Sie zum Beispiel den Knoten freischneiden, dieser unbelastete Knoten mit zwei Stäben in unterschiedliche Richtungen, dann sieht man sofort, die müssen beide Nullstäbe sein. Das ist da die Regel. Dann haben Sie sofort 7 und 9. Und beim 1er ist es auch so, dass da ja eine Lagerkraft wirkt, wenn Sie es freimachen. Das heißt, Sie haben die Belastung in die Stabrichtung vom dritten und der steht in eine andere Richtung. Haben wir die Regel Nummer 2 sozusagen, Belastung eines Stabes und anderer in die andere Richtung, ist dann wieder Nullstab. Da kommt man relativ schnell voran bei dem Beispiel. Ja? Wir schauen uns aber noch an, wie das ausschaut trotzdem. So, ich zeichne das Fachwerk einfach einmal her. Ich mache nur ein Gesamtgleichgewicht einmal. Wir haben hier BY und BX an dem Festlager, das wirken dürfte. Wieder in unserem Koordinatensystem mit X nach rechts und Y nach oben positiv. Und wir haben in A, das ist ein Loslager, diese Lagerkraft A, die nur vertikal wirkt. Und von außen greift da das P an. Jetzt kann man natürlich einmal ein Gesamtgleichgewicht aufstellen. Was kommt aus dem Gesamtgleichgewicht raus? Ja, erstens einmal, dass Bx 0 sein muss. Das sieht man auf den ersten Blick. Kräftebilanz in x-Richtung liefert sofort, Bx ist 0. Und dann Momentenbilanz um B mit P mal H. Das hier ist der Normalabstand H. Und minus A mal 2H, auch von drüben ist H, ist 0. Daraus folgt sofort, dass A gleich P halbe ist. Und dann folgt aus der Summe der Kräfte in Y-Richtung, dass sie das wieder symmetrisch aufteilt, was man auch vorher schon sehen hätte können, dass nämlich BY plus A minus P 0 ist. Und wenn man A einsetzt, ist natürlich BY wieder P halbe. Das kommt einmal da raus, aufgrund der Symmetrie. Und dann war gefragt, die Kraft im Stab 4. Das heißt, ich schneide am besten den Knoten da weg. Also ich schaue mir diesen Knoten da an. Das ist Stab 4. Deswegen schauen wir uns den Knoten da unten an. Der heißt Alpha. Und am Knoten Alpha kann man natürlich wieder ein Freikörperbild für den Knoten erzeugen, indem man wirklich nur den Knoten nimmt und halt schaut, na, was ist das? Das ist 8 und das ist 3. Stabkraft 8, Stabkraft 4, Stabkraft 3. So ein Freikörperbild kann man an jedem Knoten machen. Wieder die Regel Ritterschnitt, aber im Prinzip die grundsätzliche Regel, jedes Teilsystem muss im Gleichgewicht sein, wenn das Gesamtsystem im Gleichgewicht ist. Deswegen ist das erlaubt so. So, dann kann man ja, muss man nicht irgendwie noch einmal freischneiden, aber was man sofort sieht ist, wenn 1 da oben ein Nullstab ist, dann ist S3 A. Wenn Sie den oberen Knoten freischneiden, sieht man sofort, S3 muss A sein. Das kommt aus dem da oben raus. Und dann kann man ja einfach eine Kräftebilanz in Y-Richtung machen, wieder, wenn der Knoten im Gleichgewicht sein muss, wo dann drinnen steht S3 plus
S4Y nenne ich es einmal, also nur diese Komponente da. Und nachdem der Winkel da 45 Grad ist, kann man sie ja dann sofort mit Wurzel 2 umrechnen auf S4. Aber machen wir es einmal so, ist 0. Ja? S3 kennen wir, dann ist S4y natürlich minus S3 aus dieser Bilanz. Das ist minus a und a ist b halbe, also ist es minus p halbe. Und daraus folgt, dass S4 durch Wurzel 2 S4y ist, weil Beta, das ist der Winkel da, nicht der Knoten, der Winkel ist 45 Grad. 1 durch Wurzel 2 ist 45 Grad, Cosinus 45 und Sinus 45 natürlich, ist ja beides das Gleiche. Deswegen habe ich da sofort, also Winkelfunktion eingesetzt und man hat sofort das 1 durch Wurzel 2 und dann weiß man, die Stabkraft S4 muss sein minus P mal Wurzel 2 halbe. Ja? Und jeden Stab, den man heute halt ausrechnen soll, muss man gleich behandeln. Also Knoten freischneiden, Stabkräfte einzeichnen, ausrechnen.